Nicola wurde 1928 in La Andataya geboren, lebte aber ab 1946 in Wien, Deutschland und auf Teneriffa, wo er 2003 verstarb. Seine Werke befinden sich im Besitz der Sammlung Albertina, im Niederösterreichischen Landesmuseum, im Kulturamt der Stadt Wien, im Bundesministerium für Unterricht und Kunst, in Banken sowie in privaten Sammlungen. Die Bilder Nicolas werden daher als Drucke im Kunsthaus La im Bürgerspital ausgestellt. Bei der Vernissage gab es die Möglichkeit, 4 Originalwerke zu bestaunen. Von Kurt Nicola begrüßen. Herzlich willkommen bei uns. Wir haben vor ziemlich genau 2 Jahren auch einen wichtigen Repräsentanten der Wiener Schule hier in diesem Haus die Ehre gehabt, präsentieren zu dürfen. Das war der Peter Proksch, ein Freund und Bekannter ihres verstorbenen Vaters. Und da war es nur folgerichtig, dass der Führenkranz die Idee gehabt hat, wir haben auch einen Niederösterreicher, der sogar aber ein Maler ist und ebenso ein bedeutender Künstler ist und war. Und zwar für diese besondere Kunstsparte, die fälschlich unter dem Namen Wiener Schule, weil sie eigentlich keine Schule war, die Wiener Schule des fantastischen Realismus. Für das Zustandekommen der Ausstellung hier ist mein Beitrag nicht so groß, wie die Elisabeth das gemeint hat. Die entscheidenden Objekte, die hier Sie hier finden, diese Bilder und Werke, natürlich der Walter Stöckler, der Cousin des Malers und der Blumenkaufmann Blumenwese zusammengetragen mit Hilfe der Frau Ursula. Und ich habe dann versucht, sie in eine herzeigbare Form zu bringen. Im Namen meiner Schwestern und meiner Familie möchte ich mich sehr bedanken für diese Jubiläumsausstellung, die sie meinem Vater widmen, in diesem schönen Rahmen, der wirklich also ganz wunderbar ist. Und zu meinem Vater ein paar Worte. Mein Vater war ein sehr liberaler Geist. Er hat uns auch sehr liberal erzogen, für das wir ihm sehr dankbar sind. Er war ein Freigeist, er war aber auch auf der Suche nach einer besseren Welt. Das heißt, er wollte eine Welt, die frei ist von Neid, eine Welt, wo die Menschen sich wertschätzen. Und er hat das immer gesucht. Er hat uns auch sehr viel darüber gegeben und auch sehr viel beigebracht in dem Bereich. Wir sind 1970 nach Teneriffa gezogen, so wie der Herr Dr. Führenkranz gesagt hat, nachdem mein Vater für eine Prinzessin viele Bilder gemalt hat, hat sie ihm die Option gegeben, dass es 3 Möglichkeiten gibt, wo wir hinziehen können. Unter anderem eben war Teneriffa und wir sind dann mit unserer Familie nach Teneriffa gefahren. Liebe Familie, Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass es möglich geworden ist, gemeinsam mit den Initiatoren und Umsetzern hier wieder zurückzuholen, diese hochwertige Kunst, sein Lebenswerk auch teilweise hier zu präsentieren. Das ist eine große Ehre und eine große Freude für uns. Er ist Vorbild für uns alle, weil er seinen Lebensweg gegangen ist, weil er ein Freigeist war, auch immer den Frieden gesucht hat, Sie haben es so schön beschrieben. Er hat Neid abgelehnt und er wollte das Gute miteinander leben und somit ist er auch für unsere ganze Stadt ein großes Vorbild. Wir sind froh, dass er heute wieder zurückgekommen ist zu uns, er gehört zu uns dazu und in diesem Sinne darf ich die Ausstellung eröffnen. Ja, die Ausstellung ist so zusammengekommen, sein Cousin, der Herr Stöckler,
hat einmal die Idee gehabt und der Herr Diplomkaufmann Primavesi hat das dann an mich herangetragen, ob man nicht anlässlich des 90. Geburtstags von Kurt Mikula in Laa eine kleine Ausstellung zur Erinnerung machen könnte, weil in Laa der Kurt Mikula kaum mehr bekannt ist. Nicht? Und er ist wirklich ein außergewöhnlich guter Maler gewesen, sehr bekannt damals. Und ich habe dann gesagt, ja, ich will mit der Frau Ledersberger reden. Und so ist also dann die Idee konkretisiert worden. Und jetzt haben wir da an die über 60 Fotos von seinen Bildern, weil die Bilder selber kriegt man nicht, die sind in allen möglichen Museen. Und daher mussten wir uns damit begnügen, aber es ist eigentlich sehr schön geworden, glaube ich, und gibt einen guten Überblick über das Werk des Kurt Mikula. Kurt Mikula wurde in Laa an der Thaya geboren, ja. Hat aber dann relativ schnell, wir haben uns kurz unterhalten, diese Stadt verlassen. Wie war so sein Leben in kurzen Zügen? Ja, der Kurt Mikula ist im Jahr 28 in Laa geboren. Seine Eltern waren die Konditoren neben einem alten Rathaus da. Und der Kurt hat dann von die ersten Jahre des Gymnasiums eigentlich im Internat in Znaim verbracht, zugleich mit dem Peter Alexander, der viel bekannter ist, und mit dem Herrn Schiebeck, der war auch bei ihm da. Und im Jahr 44, Kriegsende, ist dann das Internat in Znaim geschlossen worden und sie sind nach Laa gekommen und waren dann noch ein paar Monate im Gymnasium in Laa, in der Oberschule hat das damals geheißen, und wurden dann eingezogen zur Wehrmacht noch. Und der Kurt war dort als Flughelfer, glaube ich, ein paar Monate noch im Einsatz, ist dann bei den Amerikanern gefangen worden und ein paar Monate später haben sie ihn wieder freigelassen. Er hat dann die Kriegsmatura nachmachen können und ist dann im Jahr 1946 schon nach Wien gegangen. Sein Vater wollte zwar, dass er Konditor wird, aber das war nicht sein Plan. Er hat dort dann Ziseleur und Gürtler gelernt, also ein Handwerk bei einer renommierten Wiener Firma. Die haben so Kunstgegenstände aus Metall mit Ziselierungen hergestellt und hat auch vieles entworfen. Er war ein ausgezeichneter Zeichner schon damals und da ist er geblieben bis zum Jahr 56. Und dann ist er in Kontakt gekommen mit dieser Wiener Schule des fantastischen Realismus, Arik Brauer und diese Maler alle, und hat sich denen eine Zeit lang angeschlossen, hat da verschiedene Preise gewonnen und war also damals ein sehr bekannter Maler, auch in der Wiener Szene. Hat aber dann schon Mitte der 60er Jahre sich von denen wieder getrennt und ist seine eigenen Wege gegangen. Hat vor allem diese Technik des altmeisterlichen Malens, wie es früher einmal üblich war, autodidaktisch erlernt und auf diese Weise hat er dann auch Erfolg gehabt, bei Ausstellungen noch in Österreich gehabt und dann hat er kennengelernt eine Adelige, die ihn gefördert hat und die ihm die Möglichkeit gegeben hat, nach Teneriffa zu gehen. Und diese Gelegenheit hat er wahrgenommen, ist mit seiner Familie im Jahr 1971, glaube ich, nach Teneriffa übersiedelt und ist dort dann geblieben. Einige Jahre später hat er sich von der Familie ein bisschen absentiert und ist nach Deutschland gegangen, nach Stuttgart, war dort ein paar Jahre. Dann war er wieder in Wien bis 1988 und dann ist er wieder zurück nach Teneriffa gegangen. Und dort ist er geblieben. Dazwischen hat er immer wieder in allen möglichen Galerien und Ausstellungen machen können. Seine Bilder sind in vielen Museen und in verschiedenen Archiven heute noch zu finden. Und die letzten Jahre hat er dann eigentlich kaum mehr viel gezeichnet, hauptsächlich nur mehr Buntstiftbilder. Und ist dann im Jahr 2003 in Teneriffa verstorben und dort auch begraben. In Laa war er nur mehr ganz selten, also kaum mehr.